Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe mir heute noch nicht so viel rausgesucht, nur dieses kleine Büchlein aus der Flow. Das fand ich ganz nett mit den verschiedenen Blumen. Ich habe schon allerdings ein paar Sachen rausgerissen. Das ist schon nicht mehr ganz komplett. Und jetzt schauen wir mal, was wir damit machen heute. Hier noch meine Seite von gestern. Ihr müsst entschuldigen, ich bin heute irgendwie ein bisschen heißer. Ich muss mich dann ab und zu mal etwas räuspern. So. Jetzt geht es schon wieder dem Ende zu hier, dem Buch oder dem Insert. Also ich hab das ja zwar bei Mareike gesehen, dass sie das so hinten umschlägt, aber irgendwie habe ich mich das nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass dann die beklebten Seiten irgendwie kaputt gehen, also an der nachher Unterseite sozusagen. So. Dann schauen wir mal. Also ich glaube, dass ich sogar das hier vielleicht gleich verwende. Oder das hier mit dem. Hier finde ich jetzt wieder schade, dass eigentlich beide Seiten so schön sind, dass ich sie gern verwenden würde. Kann ich mich jetzt wieder nicht entscheiden. Das war die zweite Seite von der hier. Auch nicht so schlecht. Oder wir machen es ein bisschen bunt. Was denkt ihr? Jetzt reißen wir erstmal alles raus. Ich könnte ja natürlich das hier nehmen und dann noch die einzelnen Blätter ausschneiden. Und dann könnten wir davon ja auch noch was dazu machen. Oder vielleicht sogar nur den Streifen da. Naja, gut. Also das hier. Jetzt mal kurz etwas verkleinern. Den Namen, der Blumennamen vielleicht mal dran. Und seid ihr alle nach dem Sommer wieder gut im Alltag angekommen? Naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich sagen kann, gut angekommen zu sein, aber ist halt so, ne? Mir geht es jetzt auch nicht schlecht oder so. Ich bin auch nicht im Stress. Alles gut. Aber Ferien sind ja trotzdem besser. Geht es euch auch immer so, dass ihr dann nach den Sommerferien so im Kaufrausch seid? Also so bei mir geht es jetzt gerade irgendwie so. Mir geht es jetzt gerade so mit Klamotten ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwie was Neues. Finde ich jetzt schon ein bisschen. Ach, die Farbe ist aber auch gut. Hm? Könnte ja das auch irgendwie so machen. Ich glaube, das fände ich fast besser, als die hier auszuschneiden. Oder eher sowas Schwarz-Weißes drunter. Das wäre auch noch eine Lösung. Und dann könnte man hier noch das hier so von der Seite rein schauen lassen.
Ich muss jetzt langsam mal wieder anfangen, so ein bisschen Videos vorzuproduzieren, dass ich nicht immer so den letzten Drücker hier für Samstag meine Videos machen muss. Das setzt mich schon wieder so leicht unter Druck. Aber irgendwie habe ich dann doch das Gefühl, ich würde gerne euch was zeigen können. Ja, also unter Stress ist das jetzt. Unter Stress bin ich deswegen jetzt nicht, aber ja. Auf das. So. Wie wäre das denn? Hm. Habe ich denn jetzt meine Schere? Die hätte ich doch schon irgendwo. Datum brauchen wir auch noch. Und irgendwie wäre natürlich auch so ein bisschen Platz noch zum Schreiben auch nicht so ganz verkehrt. Vielleicht mache ich dann das noch mal ein bisschen klein. Oder wir kleben das noch weiter runter. Dann könnte ich hier schreiben, das wäre mal ja ganz revolutionär, links zu schreiben. Also links oben zu schreiben. Dann könnten wir ja natürlich auch wieder dieses Datum hier verwenden. Ich habe ja schon den neuen Sora-Kalender bei Kiroku gepreordert. Bin mal gespannt, wann der endlich kommt. Das ist schon, war ja schon im, war das denn? Juli oder so? Ja mal langsam Zeit. Also, finde ich. Ja, doch noch so ein Blatt. Aber irgendwie so einsam sieht das auch ein bisschen komisch aus. Es ist noch so ein bisschen farblos. Könnten aber natürlich hiervon noch was verwenden. Es ist dann bald nicht mehr viel übrig von dem Buch. Hier so ein bisschen. Also ich schneide das jetzt extra so, dass man die anderen Blumen noch verwenden kann. Vielleicht mal. Und dann da das Datum. Das hat jetzt natürlich wieder eine blöde Länge, ne? Besser, wenn es dann so wäre. Da abgeschnitten. Oder gerissen? Gerissen. Datum hin, da könnte ich dann ja nochmal. Nee. Das schauen wir nachher. Jetzt kleben wir erstmal das hier auf. Das schneide ich auch nochmal. Ich mag diese runden Ecken da oben jetzt nicht so gerne. Nur mal kurz gecheckt, ob ihr auch, also nicht ihr, sondern ich im Bild bin.
ihr mich seht. So rum. Das hat ja jetzt auch super funktioniert, aber das seht ihr wahrscheinlich gar nicht, dass das da oben total schief ist. Egal. C'est comme ça, wie der Franzose sagt. Ne? Unsere Tochter hat sich jetzt entschieden, Französisch schriftliches Fach im Abitur zu nehmen und nicht Englisch. Und sie hat sich entschieden und einen Tag später ist die Lehrerin erstmal krank geworden. Auf unbestimmte Zeit. Yay. Ich weiß auch nicht. Müssen wir halt mal schauen, mit Daumen drücken, bis sie bald wieder gesund wird. Und ansonsten versuchen hier zu Hause irgendwie Französisch zu improvisieren. Kann ja auch noch was dabei lernen. Sich noch hin. So. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen das hier hin machen. Ich das mal. Geht gerade die Sonne aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder ob das Handy da automatisch die Helligkeit anpasst. Aber irgendwie ist gerade hier dunkel geworden. Eigentlich ist es heute ein richtig schöner Tag. Ich mag ja solche sonnigen Frühherbsttage schon sehr gern. Wenn es noch warm ist, aber nicht so heiß wie im Sommer. Schon schön. Irgendwie fände ich es ja schon ganz gut, dieses Pink hier nochmal auftauchen zu lassen. So als Gegengewicht. Gucken, ob ich bei meinen Kreisen noch irgendwas Pink anders habe. Ich hatte da mal so eine Phase, wo ich irgendwie aus allem, was ich gefunden habe, was irgendwie interessant war, Kreise ausgestanzt habe. Seitdem habe ich hier eine ziemliche Sammlung davon. Die da, die hier, da klebt was dran, die mag ich ja besonders gern, und zwar sind die aus den Dickmanns Verpackungen gestanzt, von den Schaumküssen. Und die finde ich jetzt so für Weihnachtskarten und sowas echt super praktisch. Das heißt, wir müssten demnächst mal wieder Schaumküsse essen, damit ich hier Kreise stanzen kann. So, da habe ich Zahnpasta-Schachtel zerstanzt.
Ja. Nennt mich Queen auf Abfallverwertung. Aber vielleicht ist das doch ein bisschen arg. Hm? Andererseits hat es schon was. Aber wohin? Oder vielleicht doch eher eine Blume noch? Ich euch jetzt mal was zeigen, was ich echt lustig fand. Das sind ja diese von Frau Bieber, fremdgelieferten Sticker. Und da habe ich doch neulich gesehen, jetzt habe ich es verwendet. Naja, jedenfalls gab es da an dem Titelbild genau das als Sticker dabei. Aber ich habe es schon verwendet. Also, aber lustig, oder? Also ich meine, wahrscheinlich ist das dann irgend so ein frei verfügbares Bild gewesen oder so, was die einen zum Sticker machen und die anderen für ihr Blumenheft verwendet haben. So, kann das sein, dass ich jetzt hier gerade ein bisschen Chaos habe? Nein, kaum. Jetzt tun wir mal raus, was pink ist. Die kleben halt immer so zusammen. Ja, das ist nicht so gut, oder? Tun wir es trotzdem mal raus. So. Eigentlich mag ich die ja schon ganz gern, diese transparenten Blümchen. Ich müsste sie nur vielleicht ein bisschen sinnvoller aufbewahren. Also ich glaube, die, obwohl das Lila könnte man schon auch sehen. Und das mal runter, dass es nicht so verwirrt. Die anderen da weg. So. Ich habe schon hier Probleme, das in die Tüte zu packen. Also, das mal da weg. Das finde ich jetzt nicht so gut. So eine noch hin. Aber die passt jetzt ja auch nicht so richtig dazu, ne? Aber so. Wie finden wir denn das? Das finden wir doch gar nicht so schlecht. Wir. Also ihr, also ich. Wir. Ich glaube, so machen wir das jetzt mal. Bei den Rub-Ons. Ist ein bisschen arg klein. Ich mache das jetzt alles natürlich wieder nur, damit ich am Ende sagen kann, ich bin ja gar nicht zufrieden. Immer. So, ein bisschen tief. Ich wollte es eigentlich weiter oben. So.
das hier noch da unten hin? Könnte man machen. Das sind übrigens meine einzigen Rub-Ons. Da habe ich dann auch mal gemeint, ich müsste sowas auch haben, das alle haben. Benutze sie eigentlich fast nie. Weil sie auch irgendwie doch relativ klein sind. So, und jetzt geht die Folie nicht mehr ab. Oh. Kann man denn so blitzen? Ja, jetzt. Ja, nicht so schlecht. Wir könnten natürlich hier noch sowas drauf machen. Das ist nicht zu viel. Muss ich auch mal benutzen hier, die Rub-Ons. Schließlich. Wahrscheinlich hebe ich sie jetzt dann so lange auf, bis sie irgendwie nicht mehr kleben oder so. Bis ich sie dann wegwerfen kann. Das ist genauso mit den alten Washis. Habt ihr das auch oft, dass die dann nicht mehr... Oder beziehungsweise die kleben dann so gut, dass sie so... immer in mehreren Schichten sich da irgendwie... Naja, wie auch immer. Ich glaube, heute haben wir jetzt ein bisschen sonnige Farbe. Und hier oben kann ich noch ein bisschen was schreiben, aber das sollte für heute reichen. Ich kann ja auch klein schreiben. Ich glaube auch nicht, dass viel passiert. Ja, dann... wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, Abend, was auch immer, wann auch immer ihr das schaut. Und freue mich über Rückmeldung, positive oder auch Kritik. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.